Willkommen bei Underdog Games. Bei mir auf diesem Kanal geht es um Automations-, Survival- und Open-World-Spiele. Tipps und Tricks, Guides, Let's Plays und so weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da und wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, gerne auch ein Abo. Ja, und das ist Satisfactory. Wir sind am Anfang, aber wir sind gut am Anfang. Da kommt der Herr Rochen geflogen und wir wissen, wir haben viel Zeit. Es ist Wochenende, zumindest heute bei mir, wenn ich die Aufnahme mache, und ich habe sehr, sehr, sehr viel geschlafen. Das bedeutet, ich sehe quasi, Moment mal, so aus. Hallo, guten Morgen, Matsch und so weiter. Es ist der frühe Abend, wir haben so circa, ich guck mal, 23.34 Uhr. Aber jetzt ist der Moment, in dem ich Zeit habe. Ich habe Ruhe, keine quakenden Kinder, keine quietschenden Hunde, keine wundervolle Ehefrau, nichts. Ich kann einfach zocken, kann Spaß haben und wir machen Folgen. Ja, genau, wo haben wir aufgehört? Wir haben aufgehört, dass wir unten Ordnung gemacht haben. Mega geil, wie es da unten aussieht. Es ist richtig ordentlich geworden. Ey, was machst du auf meinem komischen Förderband da unten? Mach schon mal ab. Keter. Okay, ich sehe... Keter steht für Köter, ne? Klar. Ich sehe, dass da unten mehr Material eigentlich rein kann. Wir können das natürlich mit MK2-Bändern mal upgraden. Wir können aber auch genauso gut hier oben erstmal Ordnung machen und die Sachen hier oben auch noch anschließen, was wir alles können. Was wir auch können ist, ich habe eben gerade mal meinen Rechner zerlegt, denn das Ding ist einfach warm geworden. Trotz bester Einstellungen, trotz keine Ahnung was und Lüfter und Abluft und das Ding ist einfach warm geworden. Und soll ich euch was sagen? Ich zeig's euch mal. Das ist ein bisschen off-topic, ich weiß, aber hey, ist doch mal interessant. Also, wenn ihr Einstellungsprobleme habt, wenn ihr grafikmäßig nicht so ganz unterwegs seid, wenn die Performance nicht stimmt, dann guckt doch mal unter euren Deckel von eurem Rechner. Da sind neben diese Luftschlitze. Ich mache immer alles sauber, CPU-Kühler, Lüfterräder von der Grafikkarte und so weiter. Und hier neben, unter der Frontblende, sind diese Luftschlitze und hier unten auch. Was da ein Boots drin hängt, ist klar, der will oben rauslüften, will sich ablüften, aber von vorne kann keine frische Luft rein. Die Glasscheibe an der Seite ist dicht, das heißt, der kann nicht atmen. Das ist quasi so ein Vakuum, was ich da reinziehe. Und das ist auch kein Wunder, dass Lüftergeräusche so laut sind wie die Drecksau. Also Fakt ist, das muss man mal richtig sauber machen da drin, den ganzen Boots, und dann geht's. Oder macht einfach das Ding ab und lässt ihn so stehen. Macht ja nichts. Sieht ja genauso gut aus. Nee, sieht scheiße aus, aber in dem Fall läuft die Maschine jetzt und jetzt geht's los. So, also, das war so mal die Hardware-Geschichte. Was habe ich noch gemacht? Ich habe, bevor ich ins... Wow, guckt euch mal diese Ecke an, wie die Ecke aussieht. Oh mein Gott, wie die Ecke da hinten aussieht, wie die leuchtet. Das ist krass. Ich habe mir mal so ein paar andere Videos angeguckt. Jetzt nicht auf Satisfactory bezogen, aber von Let's Playern. Oder was sind das denn? Content Creator oder wie auch immer. Weil ihr immer so geschrieben habt, ich habe einfach mal jetzt die Kommentare alle beantwortet, soweit ich konnte. Es ist ja eine Flut von Kommentaren, klar, es ist eine Flut von neuen Zuschauern, auch eine Flut von Kommentaren. Und da geht es immer darum, dass ich entspannt bin, coolen Inhalt mache, dass es schön ist zuzugucken. Der ganze Inhalt, und das pusht mich natürlich total. Ja, ich babbel meine Frau jeden Tag voll, wie schön es ist. Die kannst du nicht mehr hören. Egal, also dafür, wie gesagt, Dankeschön. Aber ich habe mir mal angeschaut, was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist, dass ich tatsächlich durchgeknallt bin. Ich bin durchgeknallt. Und jetzt will ich nicht irgendwie die anderen Leute angreifen, weil das ist Quatsch. Die sind bestimmt alle cool und alle haben sie ihren Platz 100.000%ig mit Recht. Ich habe ja gar keine Ahnung in dieser Welt, aber ich bin durchgeknallt. Und manche versuchen durchgeknallt zu sein. Man kann nicht durchgeknallt sein. Man kann auch nicht diese Denkweise haben, die ich habe. Das kann man nicht spielen. Also entweder man ist so ein bisschen minimal intelligent oder nicht. Und wenn man das so ist, dann kann man das vielleicht ganz gut rüberbringen. Okay, also, das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe gemerkt, hier fließen die Schrauben, nachdem die Stangen gemacht werden, nicht die Rohre, liebe Bloody Mary, durch. Und wir haben hier vom Auslastungsthema her, was hier reinfließt, zu wenig gehabt. Also habe ich hinten die Stangen nochmal abgezweigt, weil Stangen sind genug da. Bin hier außen rumgegangen, habe diese paar Stangen, ich weiß, das ist jetzt alles minimal, hier was hier rumläuft, habe diese Stangen hier reingeführt in diese Maschine. Die arbeitet zu 100%, das heißt, das gibt hier keine Probleme. Die ist gut ausgelastet. Geht hier in diesen Splitter rein, einmal hinten Schrauben ins Lager, unser professorisches Lager hier, professorisches Endlager. Und hier rüber nochmal zu dieser Eingangsgeschichte hier. Jetzt würde ich gerne fliegen können, ne? Hätte ich Fliegen mal angemacht, aber ich hab's halt eben nicht, wir müssen das Jetpack bauen. Und wir gehen hier rein und dadurch haben wir diese Maschine
etwas besser ausgelastet, weil immer Schrauben da sind. Wir drehen an den Sachen noch rum, wir verbessern das noch und wir gehen auch darauf ein, wie viel ein Fließband fördert und wie viel ein Miner rausputtet und so. Der puttet 60 raus, ein Förderband kann 30 vorwärts bewegen und so weiter. Aber diese Berechnungsgeschichte bringt uns nichts, wir müssen erstmal die Basis schaffen. So, um die Basis zu schaffen, würde ich sagen, machen wir erstmal hier weiter mit den Meilensteinen. Und Meilensteine, Sprungfläche, fehlen uns noch Kabel und es fehlen uns Rotoren. Rotoren bekommen wir, hätten wir Stangen, beziehungsweise hätten wir Schrauben mitgebracht, eben gerade, dann hätten wir da auch Rotoren weiter bauen lassen können. Ich gehe nochmal hierher, hole nochmal ein Päckchen Schrauben ab. Und genau diese Endlagerung hier, die möchte ich ganz gern zentral haben. Und da habe ich einen Kommentar bekommen, ich muss gerade mal nachschauen, wer das geschrieben hat, weil ich bin ja immer froh, wenn einer was schreibt und ich mir auch merken kann, wer es war, beziehungsweise ich ihn dann erwähne. So, also ich habe zwei Tipps zum Zentrallager gehabt. Einmal war es gewesen von Bullet Eye Extreme, er ist ziemlich aktiv hier, muss ich sagen, auch im Discord und hat immer ganz gute Ideen und Tipps. Ich soll das Zentrallager doch rund bauen. Ich habe das schon mal in so einem, ich weiß nicht, ich denke mal, es heißt irgendwie Mushroom-Style oder so, also pilzmäßig aufbauen. Rund bin ich nicht. Ich bin eckig. Ich kann rund nicht. Ich habe da Probleme mit und ich lebe schon immer eckig, kantig und das ist ganz cool. Deshalb, danke. Machen wir aber nicht. Wir machen es eckig. Aber die Idee war gewesen, die Container mit, Drohnen anzufliegen von hinten quasi, dass dann das reingeballert werden kann. Das machen wir auch. Das ist eine tolle Idee und das setze ich auch um. Aber dann, wenn wir soweit sind. Und das zweite war gewesen vom Zottel, das ist der Felix R. Punkt, hat geschrieben, dass es geiler Stuff ist, den ich da fabriziere, was mich natürlich total freut, weil es wirklich toll ist, wenn du sowas liest. Und er hat also geschrieben, dass ich das Zentrallager doch so machen könnte, dass am Ende oder am Überschussausgang vom Zentrallager die Schredder stehen oder ein Schredder steht oder je nachdem wie viel halt eben, so dass wir die Schredder nicht überall verteilen müssen und sie nicht, wie der Helmut fragte, mit Glasfaser verbinden müssen, um dann die Coupons rausholen können. Ich habe ja erklärt, wenn die überall stehen auf der ganzen Welt, das ist zum Schluss ein Output. Ich kann hier die Dinge rausholen, obwohl der Schredder am anderen Ende der Welt steht. Und das mit dem Glasfaser ist so ein kleiner Running Gag, weil ich schon seit Jahren hier im Ort und bei der Stadt und bei der Gemeinde und überall sehr aktiv war, dass das Glasfaser, was hier im Boden liegt, auch mal angeschlossen wird. Aber leider ist nicht, es liegt genau an der Straße am Haus vorbei, es wird nicht angeschlossen und der Helmut hat das aufgegriffen, weil er das lustig fand. Helmut, vielen Dank. Streu Salz in die Wunde, Pfeffer und mach dir ein schönes Essen draus. Ja, nee, also wie gesagt, dafür bin ich zu haben, für so ein bisschen Quatsch, weil es hat mich echt geärgert und ich finde es lustig, wenn man dann da so ein bisschen spaßig eingeht. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Zocken. Ich würde sogar sagen, ich mache diesmal ein bisschen länger, weil ich so viel am Anfang geredet habe. Sonst kommt ja hier keiner auf seine Kosten, außer durch mein Gebabbel. Wir brauchen auch noch Kabel. Kabel, wie machen wir Kabel? Da waren wir, glaube ich, dran gewesen. Ne? Ich bin noch ein bisschen raus. Ich wurde vorhin gezwungen, eine Folge Satisfactorio zu machen. Das ist gezwungen, Quatsch, aber die Jungs haben gesagt, oh, nur noch Satisfactory, gar keinen. Ne? Und ja, sie haben recht, ich verstehe das. Die haben recht. So. Deswegen habe ich auch mal ein bisschen Factorio wieder gemacht, zwei Völkchen, schöne Folgen, die kommen auch übrigens morgen am Samstag gleich raus. Aber das hier ist eigentlich so momentan mein geliebter Kram. Und man sieht, ich bin noch müde, aber ich habe echt vor, viele, viele Folgen zu machen heute und deswegen, ich werde jetzt gerade warm. Ich laufe rein und es geht langsam los. Ich habe mir eine andere Glühbirne reingemacht, ich sehe nicht ganz so fertig aus, sehe ich. Das ist schön. Denn in Wirklichkeit sehe ich eigentlich gar nicht so fertig aus. Ich sehe aus wie so ein verrissener Hund, manchmal auf manchen Videos. Das bin ich nicht, aber hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Aber wenn ich 30 Mal älter aussehe, wie ich wirklich bin, dann muss ich mich fragen, ob da vielleicht irgendwas anders beleuchtet werden muss. So, bäm. Wir schicken das Ding ab, wir gucken es uns an, aber währenddessen es fliegt, laufen wir weiter. So, weil das haben wir jetzt oft genug gesehen. Der macht ab. Und wir schließen die Maschinerie an. So, ein paar. Pardon, es fehlt noch Beton. Ja, und was ich vorhin sagen wollte, wie gesagt, das war kein Angriff oder sowas, um Gottes Willen, gar keinen Bock auf sowas, keine Zeit und keinen Bock für sowas, auf irgendwelche anderen Leute, die Videos machen, sondern es geht einfach darum, dass ich nicht verstanden habe, was ihr meint, denn ich gucke wirklich wenig Let's Plays und wirklich wenig andere Kanäle, ganz bewusst, weil ich nicht kopieren will, ich will nicht kopieren, ich will ich sein und bleiben und als es jetzt so mehrfach geschrieben worden ist, dass es ziemlich interessant ist, wie ich rangehe an die Sachen, habe ich mal geschaut, was denn der Unterschied ist, weil ich finde, ich rede schnell, ich finde, ich bin eigentlich hektisch. Ich finde, dass ich nicht
keine Ahnung, jetzt hier irgendwie die Ruhe in Person bin und so weiter. Aber wenn ich mir das andere anschaue, dann kann ich ganz leicht verstehen, und das, wie gesagt, ohne dass ich mich besser fühle wie andere, ganz wichtig, dann kann ich leicht verstehen, was gemeint ist. Ja, ich kann da so ein bisschen durchblicken und das ist schön so. Ganz klar, ist schön so. So muss es sein. Das ist der Weg, würde Nino sagen. Nino, ich hoffe, auch wenn du Faktorianer bist, du bist hier irgendwie auch glücklich mit. So. Das klären wir darüber. Es ist halt eben einfach so viel. Satisfactory ist einfach im Vergleich zu Factorio, und ich liebe Factorio, über 90 Folgen, glaube ich, jetzt mittlerweile gemacht. Oder 85. Es ist so viel intuitiver und so viel schöner. Wenn ich jetzt gleich sehe, wenn die Sonne untergeht und die Nacht rauskommt, das ist einfach fantastisch. Man lebt hier quasi drin. Ja, ich habe das Gefühl, ich lebe hier drin. Und wer kennt es nicht? Wer hat nicht den Schwiegervater oder den Freund oder keine Ahnung was, der sagt, wie kannst du nur so lang vor dem Ding hocken? Also hier vom Rechner, vom Bildschirm. Ich sitze nicht davor. Diese abertausenden Stunden, die ich vor diesem Ding verbraucht habe, sitze ich nicht davor. Ich bin in dieser Scheiße drin. Ich bin nicht davor. Und das ist der Unterschied. Und ich bin gespannt, ob das noch mehr Leute gibt, die das kennen. Jetzt generiere ich wieder Kommentare, merkt ihr es. Ich komme schon so nicht hinterher mit beantworten, weil so viele Leute so viele krasse Sachen schreiben. Aber jetzt mal im Ernst. Was ist denn das eigentlich? Ach, das ist noch Eisenbahn. Hupsi. Falsch eingestellt. Entschuldigung. Eisenbahn. Da mach doch mal Platten draus, ja? Wenn dir das Leben Eisenplatten schickt, Eisenbahn, mach doch mal Platten draus. So, ich muss sagen, also ich sitze nicht davor, ich bin da drin. Ich bin in dieser Fabrik angekommen. Ja, ich bin da drin, bei jedem Spiel. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich hier sitzen würde und mich vor dem Bildschirm sehen. Schräg. Ganz schräg. Ich bin nicht vor dem Bildschirm. Ich sitze hier nicht. Ich bin in der Matrix. Okay. Jetzt habe ich aber Laberflash, Alter. Ich darf nicht so viel schlafen, glaube ich. Das hier war unser Weg, haben wir gesagt. Das ist der Weg, der hier an uns vorbeigeht, den wir nicht bebauen. Ich muss mal hier einen Soup einschalten, dass ich hier schön den Gummimodus quasi... Oh, wir haben 2 Meter Fundamente. Seit wann haben wir 2 Meter Fundamente? 1 Meter Fundamente. 1 Meter Fundamente. Ich kopiere die mir runter und deswegen sehe ich es. 1 Meter. 2 Meter. Okay, das geht natürlich nett. Abreißen. Da können wir bestimmt auch weiter was mit markieren, ne? Wie war das? Das muss ich noch lernen. Das weiß ich nicht. Man kann irgendwie markieren, was man abreißen möchte. So Massenabriss machen. Das muss ich noch lernen. Das muss ich mir mal irgendwie beibringen. In den Knopf drücken oder so. Was ich gelernt habe, ist, Achtung, folgendes. Voller krasser Scheiß. Ganz, ganz toll. Ich hoffe, es geht jetzt auch auf Anhieb. Ich habe es noch gar nicht probiert. Wenn ihr was bauen wollt. Okay, nicht, wer ich das habe. Das geht ja nicht. Wenn ihr was bauen wollt wie die Mam. Und wenn ihr dann, genau, da ist es, ja, wenn ihr dann H wie Heinrich drückt, das muss wohl auch ein Feature der neuen Update 8 Geschichte sein, aber ich habe es vorher noch nicht probiert, deswegen, ich sage es einfach mal, wie es ist, H wie Heinrich, dann könnt ihr euch bewegen, ihr könnt dieses Objekt da stehen lassen und könnt hier mit den Pfeiltasten das Ding immer in Relation zu eurer Blickrichtung bewegen. Und könnt es quasi genau platzieren und könnt gucken, hinten passt es, passt nicht. Gerade wenn ich diesen Weltraumlift setze und irgendwo auf eine Station drauf baue oder irgendwo auf Platten drauf baue, bin ich immer am gucken. Da sind wir manchmal Multiplayer und sage ich, guck mal bitte hinten, ist das Ding drauf? Ja, ist es drauf. Okay, reicht es hinten an der Ecke? Ja, wie mit dem Funkgerät. Und dann platziere ich das Ding. Das ist vorbei, wir können es jetzt so machen. Okay, das Weitere, was ich machen wollte, das mache ich jetzt, glaube ich, in dieser Folge auch, das ist sinnvoll. Wir suchen uns einen Platz fürs Zentrallager aus, fürs endgültige Lager, denn wir müssen da jetzt alle Stränge hinführen. Ich werde jetzt eine Decke hier drauf machen. Das bedeutet, ich würde das hier mir runterkopieren, dieses Stück Welt. Mal gucken, wie hoch ich gehen kann. Wir haben gesagt, wir gehen eine gewisse Höhe hoch. 12 vom Bauen. Wir gucken mal, wie hoch wir da. Jetzt haben wir einen Fabrikator da stehen. Der ist hoch. Ich glaube, der Fabrikator ist das Höchste, was wir bauen können. Ich will aber nicht so eine flache Halle haben, das ist ja auch hässlich. Ich würde sagen, so, dass wir diese Höhe nehmen und dann hier quasi die Decke einführen. Die zukünftige.
das sieht gut aus. Dazu würde ich mal Treppen nehmen. Haben wir die schon gekauft, die Treppen? Gute Frage, gell? Ich frage aber hier an die Regie, haben wir die Treppen schon gekauft? Keine Antwort, okay. Dann gehen wir mal an den Shop, kaufen uns mal die Treppen, denn ich möchte schöne Aufgänge haben. Ich will es, dass es eine richtig schöne Fabrik wird. Und wenn dieser Zwischenschritt jetzt mit der Treppe scheiße aussieht, dann mache ich die Höhe der Decke auf die richtige Höhe der Treppe. So. Na, also wenn die Treppe jetzt ein Schlängelweg ist, und das machen wir jetzt mal dahin, Fundamente, Wände, Architektur wird es wohl dabei sein. Hier ist die Treppe dabei, hier ist der Laufstegtreppe. Das sind die richtigen Treppen, aber die sind irgendwie kacke, wenn ich ehrlich bin. Zwei. Ja, ich kaufe die mal. Hier sind noch Marken, 7, die wir ja da drin immer lagern, haben wir gesagt. Ich halte mich selbst an meine eigenen Sachen nicht. Mal schon ein bisschen erschreckend. Das hier kaufen wir. Wir kaufen die modernen Laufstege, wo die schönen steilen Treppen dabei sind. Hinzufügen. Gucken wir mal, was es jetzt kostet. 7. Können wir alles kaufen. Alles klar. Also, wir haben die modernen Laufstege gekauft und die Treppen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir sind da hinten. 1, 2, 3, 4 schräge Rampen. Also 4 Meter Rampen hochgegangen. Das mache ich jetzt hier auch nochmal, dass wir einfach jetzt so weit laufen müssen. Das ist nur ein. Das ist nur ein Test, ne? Das Glas kommt wieder weg hier. 4 Stück. Und das möchte ich jetzt mit einer Treppe überwinden. Weil ich keine Rampen im Innenraum möchte, es sei denn, ich muss hochfahren können. Wo sind die dabei? Transport, das ist das Geldpad, das müssen wir uns noch hinsetzen, dass wir runterkommen, ganz gesund. Architektur, Treppe. So, diese Treppe ist irgendwie. Kacke. Ich hatte da mein Haus gebaut mit den Treppen. Ich bin ja ständig im Kreis gelaufen, habe mir quasi wie so ein Drehwurm geholt, weil ich alles wieder im Kreis laufen musste. Das ist nix. Lasst euch gesagt sein, die 2 Marken könnt ihr euch sparen für die Treppen. Wobei ich es immer in E kaufe, weil ich es einfach komplett haben wollte. Und hier, das sind die Treppen, die ich meine. Bedeutet, wenn wir 4 Felder hochgehen, können wir natürlich 1, 2, 3, 4. Müsste ja quasi das gleiche haben. Und wenn ich hier oben jetzt den Boden baue, beziehungsweise die neue Decke, dann komme ich hier oben gesund, als geht die Sonne unter. Oh, fantastisch. Fantastisch. Also wird ein bisschen längere Folge heute, diese Folge. Einfach, weil wir ausprobieren. So ein bisschen Just Chatting oder so ähnlich, wie es heißt, hat mir einer geschrieben. So wären die Folgen manchmal. Und ich habe das mal als positiv angenommen. Aber weiß jetzt nicht. Oh, ich bin ziemlich laut, gell? Mach ich mich ein bisschen weg. Bin ich jetzt leiser? Ja, okay, gut. Ja, so. Bedeutet, das wäre ein guter Aufgang. Natürlich kann man da einen Zwischenschritt machen, dass man da einen Zwischenpodest einbaut und nochmal im Kreis geht, aber das ist nicht so eine Gewendeltreppe wie diese kleine, die immer so diet geht. Das will ich nicht. Gut, also 4 Treppen hoch. Das wären dann auch 4 Meter Blöcke hoch. Und da sind wir schön über den Containern. Wir sind schön über der Welt. Wir könnten unten drunter, das ist mir auch wichtig, das hat mir auch beim letzten Mal ein Problem gegeben, unten drunter Bänder führen. Das muss ich jetzt mal sehen. Wir klettern mal da hoch. Ah, es wird dunkel ohne Lampen hier drin. Können wir hier Bänder durchführen? Okay, an den Containern vielleicht nicht. Müssen wir dann zwischendurch gehen, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, die Container sind auch echt arg hoch, ne? Das Hub. Das bleibt oben offen, dass das Ding rein und rausfliegen kann. Das finde ich immer schön. Und ansonsten müssten wir quasi überall drüber gehen können mit den Förderbändern an der Decke entlang. Ich möchte, dass es richtig aussieht wie eine Fabrik. Ich will hier reinkommen und will es wie, keine Ahnung, in irgendeiner riesigen Fabrik einfach schön aussehend haben. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich mache mich mal schlau, wie ich am Stück lösche. Das war irgendwas mit Markieren. Ich konnte was markieren und dann konnte ich es am Stück löschen. Schalt mal das gedrückt. Baumodus Standard? Nein. Ich gucke mir es mal an und dann werden wir gleich sehen, wie es geht. So, ich hab's. Und da möchte ich euch gleich mal mit einladen, hätte ich beinahe gesagt, dass wir das gemeinsam machen. Wenn ihr in die Optionen geht und geht in die Keybindings oder Keybindings, dann habt ihr hier oben die Funktionen zu suchen und dismantle, also auseinandernehmen. Das habe ich mir umgelegt, weil ich, wie schon immer gesagt, mit einem extra Gamepad-Spiel, weil ich mir es selbst gebaut, umgebaut habe,
Das ist so ein, ich glaube, es war ein Razer, aber das habe ich mir komplett auf links gedreht, sodass ich mit der rechten Hand spielen kann. Deswegen sind die Tasten anders belegt. Aber das Dismantle ist also das, ist das eigentliche Abbauen, was ich aktiviere. Das bedeutet, wenn ich diesen Knopf L drücke in dem Fall, dann habe ich hier das hier und kann quasi einzelne Sachen wegbauen. Ne? Das ist das Bekannte, was wir immer machen. Alles in Ordnung. Wenn ich jetzt aber hergehe und habe noch die anderen Funktionen, das können wir uns jetzt mal beides merken. Ich gebe hier oben wieder ein. Dismantle, ja. Mit der Control links, also Steuerung links, können wir diese Massen-Dismantle-Geschichte machen. Und den Filter kann ich, habe ich mir auf Shift gelegt, weil ich muss nicht sprinten dabei, deswegen ist es doppelt belegt, ist nicht schlimm. Das ist der Filter. Bedeutet wie folgt. Einmal haben wir jetzt, ich muss das Licht anlassen, haben wir die Massen-Dismantle-Geschichte. Also ich drücke auseinanderbauen, abbauen und halte Control gedrückt. Ich zeige es mal hier unten, da kann man es besser sehen. Halte Control gedrückt und sage jetzt hier, ich möchte abbauen, nicht die Rampe. Jetzt habe ich die Rampe als im Visier. Hallo. Nein, ich will keine Rampe abbauen. Hau ab. Pfui, aus, Schluss. Okay, jetzt. So, also, ich kann jetzt hier sagen, ich möchte das hier einzeln abbauen, das habe ich gemacht. Oder ich halte Control, also STRG gedrückt und kann jetzt hier drüber ziehen. Jetzt kann ich sagen, das abbauen, lalala. Das ist okay. Wenn ich jetzt aber eins rausnehmen muss, lasse ich Control los, halt nochmal Control gedrückt. Jetzt könnte ich wieder markieren, welche nicht gemacht werden sollen. Ne? Also ist es wieder ab. Oder ich drücke wieder Control gedrückt und kann die wieder alle anmachen. Ne? Also so kann ich sagen, ah, das die zwei Felder nicht und das da hinten auch noch aus und das da hinten darf auch nicht weg. So, okay. Also ich denke, boah, das kickt aber der Sound. Das ist, wenn die Zeit rum ist, beziehungsweise in 25 Minuten rum sind, dass ich dran denke. Okay, also mit dem Control-Button könnt ihr, wenn ihr ihn gedrückt halt, könnt ihr wieder wegradieren. Ne? So, alles klar. Und jetzt gibt es noch den Filter. Ich meine, der Filter war früher nur möglich, ich muss das mal hinaus machen, der Filter war früher nur möglich gewesen mit einem Mod. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn es nicht so war, aber ich meine, filtern konnte man früher nur mit einem Mod. Das bedeutet, wenn ihr das hier anmacht und sagt, in dem Fall ist jetzt bei mir Shift, ich möchte das hier als Filter setzen. Jetzt kann ich hier mit meinem gedrückten Control rumfahren und er hat als Filterlager Container angenommen. Wenn ich jetzt hier rumfahre, markiert er die automatisch mit. Er markiert keine Förderbänder, er markiert keine vertikalen Lifte, horizontalen Lifte. Er markiert nichts anderes, außer das, solange ich Control gedrückt halte. Lasse ich los, könnte ich es löschen. Halte ich Control wieder gedrückt, kann ich wieder drüber fahren und könnte auch wieder abselektieren. Solange der Filterlager-Container gesetzt ist, kann ich sonst nichts löschen. Das ist ziemlich cool, wenn man viel wegmachen möchte. Wenn man viel wegmachen möchte, ja, das ist schon lange her. Da war ich noch jung, Alter. nein, also wenn man viel wegmachen möchte, aber nicht die falschen Sachen abbauen möchte. Also wenn man sagt, ich möchte alle Förderbänder wegmachen, dann setze ich mir das Ding auf die Förderbänder, dann kann ich sagen, alle Förderbänder weg und die Maschinen bleiben aber stehen. Das wäre jetzt eine Katastrophe, wenn ich jetzt abbauen würde. Aber ihr wisst Bescheid. Okay. Also, es gibt einmal die Filterfunktion, es gibt die Abbaufunktion normal, es gibt die Control gedrückt halten, um alles zu markieren. Ich denke, es war ausführlich erklärt in meiner Art, wie ich halt so bin. Und wer es schon wusste, sorry dafür, aber manchmal gibt es ja eben Dinge, die andere noch nicht wissen. Ich habe es ja bis eben auch nicht mehr gewusst und von daher einfach nochmal erwähnt. So, ich habe festgestellt, dass diese Höhe mir eins zu niedrig ist. Wir gehen noch eins höher, weil wir es einfach können. Wir können es einfach und deswegen machen wir es auch. So, wir haben ja nach oben keine Grenzen und ich will einfach, ich will nicht schon wieder mich begrenzen und dann wieder in der kleinen Welt leben. Ich will es einfach nicht. Das heißt, wir gehen 5 hoch, 5 4-Meter-Einheiten, 1, 2, 3, 4, 5 hoch und ab hier wird dann die Decke reingeklatscht. Mal schon mal ein paar Dings, dass wir hier so ein bisschen mal ein Gefühl auch dafür kriegen dann zukünftig. Dann haben wir auch schöne Möglichkeiten, an den Rändern hier Fenster einzubauen, dass wir was von der Außenwelt noch mitkriegen. Das ist ja alles so zugeknallt. Und das hier wird in Zukunft unser Maß für die erste Decke. So. Dann markiere ich das mal hier. Ui, ohne Filter. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich unten das nicht mit markiere. Und lösche die Rampen raus. So einfach kann es gehen. Wenn man weiß wie, kann man es auch benutzen. So. Dann baue ich mir immer noch eins hier hin. Beziehungsweise ich bin eher so der Typ, der, ich sag mal, 2 oder 3 Treppen baut. Muss ich jetzt mal hier wegnehmen. Ich baue die mal alle weg. Ich würde jetzt hier eine Treppe hinknallen. Also wie gesagt, diese Treppen hier, das sind die meiner Meinung nach besten, weil die schöne Flächen, also die Höhen überwinden und trotzdem, ja, ich habe Alexa gut aussehen. Gehen wir mal 3 hoch. Dann würde ich hier ein Zwischenpodest draufbauen. Da muss ich mich immer erst auch mal einfummeln, dass es wieder klappt.
Aber es geht, ich weiß, dass es geht. Es muss gehen. Und wenn ich das dann eingebaut habe, das Zwischenpodest, warum auch immer es da oben nicht fest snappt, snappy, dann würde ich quasi auf der anderen Seite bis nach oben bauen. So, ich weiß jetzt nicht, warum es das nicht macht. Ich finde, man kann ruhig auch mal sagen, wenn man was nicht weiß. Das ist sowieso das Thema. Ich habe nie zu meinen Videos gesagt, dass ich hier der Pro-Gamer bin. Das ist mir auch... Ach so, ich muss ein Ding setzen, ein Podest, ne? Von denen Laufsteg... Ja, die Laufstegplatte passt. Okay, alles klar. Also, dann würde ich sagen, wir machen drei hoch. Wieder eins dran. Ich habe nie behauptet und gesagt, dass ich der Pro-Gamer bin oder wir hier mega Progress machen. Ist doch gar nicht meine Art. Da hätte ich tatsächlich schon Puls, wenn ich einen Rechner anmache, wenn ich diesen Leistungsdruck hätte. So in meinem Kopf. Das will ich nicht. Da kann ich nicht, in Ruhe spielen, da kann ich nicht schön reden, da kann ich keine privaten bzw. keine interessanten Themen mit reinbringen. Da bin ich einfach nur gestresst und will schnell, schnell, schnell. Da habe ich keinen Bock drauf. Was man machen kann, was total geil ist, man kann später natürlich zeigen, hey, hier die Welt nach 100 Stunden, schönes Video gemacht, die Welt nach 200, 500 Stunden, nach 1000 Stunden. Das sind tolle Sachen, finde ich, da kann man schöne Zusammenschnitte machen. Aber so jetzt das eigentliche Spielen in mega schnell und super was weiß ich was, das ist nicht meine Welt. Aber es muss für jeden seine, ja, wie soll ich denn sagen, oh, wie geil es einfach aussieht. Ehrlich, dieses Update, es war ein Hammer. Es ist einfach, es sieht richtig, ich möchte schon fast sagen, echt aus. Jeder muss seinen Platz in der Welt irgendwie finden und mein Platz ist halt eben nicht Powerplay. Ja, klar. So, okay. Hier können wir jetzt auch so einen Steg rüber machen, wenn man hier langlaufen möchte, unter der Decke. Die Möglichkeiten sind unendlich. Das ist unsere Höhe, das ist mir wichtig gewesen, das festzulegen. Dass wir auch dann quasi unser zukünftiges Zentrallager jetzt da so ein bisschen einrichten können. Das Zentrallager würde ich tatsächlich hier hinten hinsetzen. Ich gucke jetzt gerade mal, wo auch das Hub hinkommt, wo wir quasi leben. Ja, unser Lebensraum, so nenne ich ihn mal, der Hauptabschnitt. In der Nähe vom Lift, weil ich finde den voll schön. Vielleicht machen wir es so, dass wir den Lebensraum mit Glas umbauen und hier so den Stein noch mit reinnehmen. Da oben ist diese redende Pflanze, ich hoffe, die kann ich wegmachen. Dass wir so mit dem Stein so ein bisschen so mit der Natur ein bisschen harmonieren. Ich finde, das wäre keine schlechte Idee. So. Der Baum fliegt, der Stein bleibt. Das Ding muss weg da oben. Das redet uns, komme ich um den Verstand. Noch 5 Folgen mit dem Ding da oben und ich bin quasi reif für die Klapse. So. Okay. Also hier kommt dann unser Zentrallager hin. Es wird wunderschön groß. Jetzt haben wir kein Eisen mehr. Wir müssen mal die Eisenproduktion, die wir eben hinten angeschlossen haben, unbedingt mal in ein Lager laufen lassen. Ein Zwischenlager erstmal. So, dass wir produzieren, während ich schwätze. Ne? Wenn ich rede, muss ich nebenbei produzieren. Ansonsten es ist ja wirklich nur chatten und das müssen wir dann doch nicht machen. Ja, ich bin erstaunt, weil ich bin wieder im ich bin im Fluss. Ich möchte fast weinen. Nein, weinen möchte ich nicht. Das wäre dann vielleicht doch zu viel. Aber ich bin einfach im mir fehlen 10 Eisenplatten Modus. Ich bin einfach im Satisfactory Himmel. Und ich sollte diesen Himmel auch weitermachen. Sollte mich nicht, auch wenn jetzt 1, 2 Tränen fließen erstmal, da jetzt groß verbiegen, sondern ich sollte einfach weitermachen, bis ich einfach keinen Spaß mehr habe oder ihr keinen Spaß mehr dran habt. Denn das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist einfach fantastisch. Jetzt, wo der Rechner auch noch kühl ist, nicht mehr heiß ist, sollten alle Probleme aus dem Weg geräumt sein. So, ich markiere mir hier, was ich abbauen möchte. Diese Fremdkörper quasi. Weg damit. Alles klar. So. Und auch wenn das jetzt keinen wirklichen Fortschritt gegeben hat, was die eigentliche Basis angeht, war es ein Riesenfortschritt in dieser Folge, denn ich weiß, wo ich wohnen möchte. Oh, und ich weiß, wo ich Eisenplatten herkriege. Da hinten. Habe ich vergessen. Ja, gut. Das ist eben bei der Anzahl der Worte, die ich spreche, ist es ein bisschen schwierig. Und ich muss sagen, wenn ich Englisch sprechen könnte, so wie ich Deutsch spreche,
also auch mein Humor, mein Witz zwischen reinknallen würde. Einfach, wenn ich dieses zwischen den Worten könnte, dann würde ich das tun. Dann würde ich Folgen in Englisch machen. Denn da ist natürlich die Möglichkeit, noch mehr Leute anzusprechen, viel größer. Aber viele, viele, viele Leute, die Deutsch sprechen, die werden dann angepisst und würden es nicht machen. Deswegen fange ich das gar nicht an, Englisch zu lernen. Das ist der einzige Grund. Ich könnte es natürlich easy machen. Gar kein Problem für mich. Aber das mache ich halt eben einfach nicht, weil ich euch nicht verärgern möchte. So. Ja, nee, ich finde es auch schwer. Ich finde es, eine andere Sprache zu sprechen, in einer Perfektion, dass man ernst genommen wird, ist sehr schwer. So. Deshalb bleiben wir, Schuster, bleib bei deinen Leisten, bei Deutsch und bei meiner Kettensäge. Da komme ich nicht dran. Okay, das machen wir dann. Oh, das war ein Rhyme. Da komme ich nicht dran, das machen wir dann. Ich würde sagen, wir geben dieses Stück hier noch weiter dahin. Das machen wir alles mit Strom hier. Na, dann machen wir hier eine kleine Auffahrt. Ist hier auch tatsächlich hier eine Auffahrt? Dass wir das hier abgrenzen. Dass hier nicht weitergebaut wird. Dass es ein Weg bleibt. Und dann kommen wir hier hoch. Das ist quasi der Main Entrance. Ich übe schon mal fürs Englische. Der Haupteingang quasi. Heißt das überhaupt so? Egal. Und hier kommt dann unser, ja, die Lagerung hin. Ja, so. Und da fange ich auch schon mal an, ein bisschen zu bauen. Ich weiß, die Folge wird jetzt länger und länger und länger. Und ich habe mit meinen Folgen, die so eine Stunde und so gingen, nicht so viel Erfolg gehabt, wenn ich ehrlich bin. Die Leute haben sich wohlgefühlt in den Folgen, weil sie einfach lang dabei waren. Aber irgendwie waren die Klickzahlen einfach wesentlich unstimmiger und ein bisschen, ich sag mal, trauriger. Deswegen machen wir es jetzt mal als Pilotfolge. Wir gucken mal, wie hier zugeguckt wird, wie lange man das überhaupt aushalten kann mit mir am Stück. Und bam. So, das wäre das Grundkonzept des Lagers. Und das Lager würde ich wirklich mit Glas umbauen, dass man da richtig schön drin sich aufhält. Dann machen wir die Container. Wir brauchen Lagercontainer. Das sind Organisationen, Lagercontainer. Mache ich die Container alle an diese Seite? Würde ich mal so sagen. Das muss halt schon groß werden, ne? Ist klar. So rum. Die werden von hinten beschickt. Alle. Zwei. Und die können wir tatsächlich nebeneinander setzen. Denn ist ja Handentnahme. Da laufe ich ja vorbei nachher und nehme es einfach raus. Ja. Genau. Schon mit dem Eisenstangen. Stangen, liebe Bloody Mary. Nicht Rohre. Und das habe ich mir jetzt gemerkt. Ne? Manche Sachen merke ich mir, die bleiben auch dann im Kopf. Und dann klatsche ich da mal so, wie viel wir brauchen. 20 Container. Insgesamt auf der unteren Ebene und 20 Container auf der oberen Ebene. Ich denke, das macht Sinn. Stangen, mehr Platten. Ja, ich denke, das ist gut so. Und natürlich Platz, ne? Platz, immer Platz lassen. Das A und O. Hinten dran wird dann Platz gelassen für die Sortierung. Da kommt so eine Art Postverteilzentrum hin, habe ich mir vorgestellt, dass man hier wirklich Platz lässt, wo die ganzen Förderbänder ankommen und diese Dinger hier beschicken. Wir haben da jetzt 1, 2, verdammt. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay, 5 breit. Das muss natürlich mehr werden. Kann ich das nicht da draufsetzen? Doch, kann ich. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Und dann machen wir da einen Durchgang rein. Oder brauche ich hier keinen Durchgang? Nein, ich brauche hier keinen Durchgang. Wofür brauche ich einen Durchgang? Elf. Zwei, drei, vier, fünf. Komm, wir machen einen Durchgang rein. Vielleicht brauchen wir später mal einen Durchgang für irgendwas. Dann gucken wir blöd und ärgern uns, dass wir keinen gemacht haben. So. Gebäude wird gebaut. Ja, dann setz es doch nebendran, bitte, Junge. Gehen wir da hoch. Das sind die Momente, wo ich sage, ach, es wäre ja eigentlich schön gewesen, hätte ich das mit Fliegen gemacht. Aber
Es geht auch ohne Fliegen. Ja, in dem Advanced-Modus hätte ich es aktivieren können. Dass ich einfach geschwebt wäre. Aber dann hätte ich mich nicht gefreut, wenn wir das Jetpack erforschen. Dann hätte ich mich nicht gefreut, wenn wir alles andere machen. Von daher ist es schon in Ordnung. Und man baut ja auch nur einmal so ein Lager. So. Zwei hoch, da komme ich zu Fuß dran. Trotzdem finde ich es schick, wenn davor so ein Steg ist, wo man hochlaufen kann und sich die Sachen rausnehmen kann. Das finde ich einfach, das wirkt irgendwie cool. Das machen wir dann hier hin. Dann würde ich sagen, bauen wir eine Treppe hier hoch. Und so die anderen Schönbaugeschichten, die mache ich dann natürlich nicht jetzt live online quasi. Das kann man im Livestream machen, dass man da so ein bisschen babbelt und baut. Da werde ich keine richtigen Folgen draus machen, weil das wird euch sehr wahrscheinlich nicht so gefallen. Das weiß ich aber nicht. Vielleicht sagt ihr auch, ey, bau und rede weiter. Und alles ist gut. Aber das weiß ich nicht. So, jetzt muss ich mal eins auswählen. Ich muss mal gucken. Wenn ich jetzt hier, wenn ich Dings gedrückt halte, auch nicht. Wenn ich mittlere Maustaste gedrückt halte, auch nicht. Ich kann doch hier den Baumodus wechseln. Das ging doch mit dem Rad. Wo waren das? Verdammt, ich muss mich mal noch dran gewöhnen. Sample Building, Quick Switch, Build Menu, Right Mouse Button. Ja, toll. Okay. Close. Rotate. Bauen. Ich kann doch die Sachen durchswitchen, was ich möchte. Quick Switch E. Da ist er. E gedrückt halten. Okay, in dem Fall bei mir E. Quick Switch. Da kann ich alles aus der gleichen Gattung mir raussuchen. Das ist das, was ich wollte. Ich brauche einen Laufsteg mit zwei Gittern. Oder brauche ich da drüben kein Gitter? Wie finden wir das? Wir langlaufen, wie so im Einkaufsgeschäft und sagen, so, ich brauche das, ich brauche das. Komme ich da dran oder visiere ich den Laufsteg an? Nee, ich visiere direkt den Container an. Das ist okay, das können wir machen. Das ist gut. Und dann geht es hier weiter bis zum Ende. So. Und hier, jetzt halten wir E gedrückt. Bin ja nicht blöd, aber ich kann ja, also lernen kann ich ja. Und dann machen wir mal so ein Endstück rein. Haben wir da ein Endstück? Nö. Dann machen wir so eins hin und machen eine Treppe runter. Treppe. Runter. Treppe hoch, Treppe runter. Dann wissen wir, wenn da oben was ist, was wir brauchen, können wir hoch. Und hier unten sind die anderen Sachen. Okay. Soweit so gut. Es ist mir jetzt ein bisschen dunkel da unten drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Wetter liegt. Oder ob das dann den Einstellungen von meiner Grafik liegt. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Das werden wir klären können. Ich denke, das ist eine gute Sache. So. Ja. So würde ich es jetzt erstmal lassen. Dann gucken wir hier drüben hin, dass wir das sehen. Ich möchte das sehen. Ich möchte hier sehen, wenn das Ding arbeitet. Ich möchte sehen, wie die Sachen verschickt werden. Das will ich alles sehen. Das heißt, wir müssen hier Glas hinmachen. Wir gehen hier nochmal drum herum. Gehen hier nochmal runter. Ah, nee, Rampen sind hier nicht dabei. Die sind quasi extra. Fundamente, Rampen, runter. Soup ist an. Quasi so abgesetzte Lounge. Ist völlig unwichtig, was wir hier machen, aber ich möchte mich hier richtig wohlfühlen können drin in dieser Welt. Und ich weiß nicht, ob das viele von euch machen, sowas. Keine Ahnung. Ich finde es cool. Ja, das würde ich mir jetzt hier dann hier so einrichten. Okay. So. Wenn ich schon was hinstellen könnte, so ein bisschen. Ich habe mal so ein paar Videos gesehen, so ein paar, so, wo man durch Welten geflogen ist von anderen. Die haben dann so richtig die Welt mit integriert. Da kommt der Zug angefahren. Du siehst, das ist hier doch die Natur dabei. Und so richtig schön. Ob ich so weit kommen werde, weiß ich nicht. Also, ob ich mir da so viel Zeit für nehme, aber generell machen wir es so. So, und hier kommt jetzt hin die Mom, hier kommt hin das Ausrüstungsdock, hier kommt hin, also das Ausrüstungsdepot, hier kommt hin das Hub und hier kommt hin zum Schluss der Schredder. Mehrere Schredder, aber die kann ich hinten in das Ding setzen. Die kann ich hier hin vielleicht bauen, die Schredder. So machen wir es auch. Ich baue mal hier noch was dran. So.
Das heißt, den Schredder würde ich dann theoretisch hier nebendran setzen. So, das ist ja alles, was vom Verteilen hinten dran. Wenn intelligente Splitter da sind, ist hier hinten dran die Verteilung. Können wir auch gerne noch nach oben aufstocken, damit es sein muss. Ist die Verteilung. Und alles, was dann nicht mehr gebraucht wird, wird dann weitergeleitet und geht hier in die Schredder rein. Wie viele Schredder hier stehen, wie weit es noch geht, keine Ahnung. Das sehen wir dann. Aber hier kommen die Schredder hin. Dass wir auch, oder ein Schredder zumindest, dass wir da die Marken auch ziehen können. Der Rest kann im Hintergrund passieren, hier im Backoffice, wo quasi das Postverteilzentrum ist. Ihr seht, ich habe so ein bisschen so eine Gedanken-Wunschvorstellung, wie es fertig werden soll. Und das Hub kommt dann hier mit vorne hin. Okay. So, das Video ist jetzt aber schon wieder lang genug. Ich mache mal hier einen kleinen Break. Und mache natürlich instant weiter mit dem nächsten. Aber erstmal muss ich jetzt hier eine kleine Pause machen, sonst ist das Video bis morgen früh nicht online. Ihr könnt es nicht sehen, weil es immer noch verarbeitet wird in HD und das hilft keinem. Okay, danke fürs Zuschauen. Die nächste Folge kommt instant. Wir machen dann das Hub hier rüber, bauen uns ein bisschen so ein kleines Häuschen hin und verkabeln bzw. legen uns mal die Überlandleitung unter der Decke, die dann eingezogen wird, hier rüber, sodass wir auch mal unsere Container beladen können. Jo, also wie gesagt, danke, bis dann, ciao.